starben. Wer weiß das noch? Wie viele starben? Wer fragt danach? Sie haben den Mantel des Schweigens über die Geschehnisse in den Minen gelegt. Doch die Toten von den Minen rufen uns auf, ihr Leid nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Wir gedenken in Anstand und Würde den Kindern, Frauen und Männern, die vor nunmehr 77 Jahren hier in den Minen einen grausamen Tod fanden. Offenbar nur, weil sie Deutsche waren. Die Minen ist ein Symbol. Ein Symbol wie diese Befreiung, die eigentlich eine Besatzung war, wirklich ausgesehen hat. Demmin, eine Stadt überfüllt mit Flüchtlingen. Es ist unklar, wie viele Frauen in Demmin nach dem Einmarsch der Sowjettruppen vergewaltigt worden sind. Es ist unklar, wie viele Menschen die Sowjetsoldaten selbst getötet haben. Und es ist unklar, wie viele Menschen unter dem Eindruck all dieses Leids sich selbst das Leben genommen haben. All das ist aber passiert. All das ist in den Tagen Anfang Mai 1945 hier passiert. Und heute stehen wir kurz davor, aus diesem Tag einen Feiertag zu machen in dieser Republik. Ganz klar ist, wir feiern nicht. Wir wissen, wie Geschichte ist. Wir wissen, wie unserem Volk Unrecht angetan worden ist. Und das vergessen wir ganz sicher nicht. Heute, am 8. Mai, ist Demmin einer der wenigen Orte, wo öffentlich gegen diese Lüge gekämpft wird. Aber seid euch sicher, in der ganzen Republik gibt es Orte, die ein ähnliches Schicksal teilen. Orte, wo man ähnliche Geschichten erzählen könnte. Orte, die sich dazu eignen, den Menschen die Augen zu öffnen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist kein Blick zurück. Das ist kein reines Gedenken. Das ist keine Trauerarbeit. Das ist aktiver politischer Widerstand im Jahr 2022. Denn wer eine lebenswerte Zukunft schaffen will, braucht einen gesunden Blick auf die Vergangenheit, braucht Verständnis seiner Geschichte. In diesem Sinne, nichts für uns, alles für ein freies, soziales und nationalistisches Deutschland. Danke.